Heute gibt's wieder ein Tutorial, ausnahmsweise mal keine Waffenbilderklärungsversuch. Der war gut. Jawohl. Sondern wir wurden auch schon mal gefragt, wie man denn Emblems, Logos und sowas einbaut. Und wir haben dann festgestellt, verdammt, haben noch gar nichts dazu gemacht. Na, da musste man das den Leuten erklären, das ist irgendwie. Also ich habe gesagt, theoretisch könnte man es auch Anleitung zum Geld ausgeben machen. Ja, könnte man so nennen, aber wir wollen die Leute nicht animieren, sondern nur, falls ihr Lust habt, Geld auszugeben, könnt ihr das machen. Na, ich glaube, du hast sogar schon Geld ausgegeben. Ach, eine Flasche. Okay. Jo. Und zwar, also es gibt ja verschiedene Emblems, die man bei manchen Events kriegt. Ne, da muss man kein Geld ausgeben, so viel zu dem Thema. Oder auch Clan-Logos. Und das zeigen wir euch mal ganz kurz, wie ihr das einfügen könnt. Was machst du jetzt? Weiß ich nicht, ich bin Gaga. Okay, so. Gehen wir mal direkt los. Also wir sind jetzt auf den Oberon gegangen und dann aufs Design. Und dann seht ihr das hier, wo man Farben einstellen kann und den Helm und keine Ahnung was. Den ganzen Scheiß halt. Ja, und da gibt es noch jetzt unter Gruppen, und fangen wir mal an, gibt es zum Beispiel ein Skin, der sieht kacke aus. Zumindest beim Oberon. Das ist ja echt. Es gibt schlimmere. Ja. Dann gibt es Abzeichen, ne, was es hier das Clan-Emblem wäre. Was, verdammt, er braucht noch kurz, jetzt ist es drin. Ne? Zum Beispiel ist jetzt unser Clan-Logo drin. Dann gibt es sogenannte Event-Abzeichen, die man eben von Events kriegt. Verdammt, hast du viele. Die dann auch eben auf der anderen Seite zu sehen sind. Ja, gibt auch ein Allianz-Emblem. Kann man auch, falls die Allianz. Allianz. Alalalala. Ja. Alalalalalong. ich gaga. Ey, sieht da komisch aus. Ich weiß. Okay. Ja, genau. Gibt es auch noch hier entsprechend Abzeichen. Und als größte Änderung könnte man sagen, die es noch nicht so lang gibt, aber mittlerweile auch schon wieder ein paar Monate, sind die Verzierungen. Die machen wir mal ganz kurz zeigen. Wobei die Sindanas, die gibt es ja schon ewig. Ne, wenn da gab es auch mal eine Aktion mit dem Drehen. Genau. Genau. Wenn man auflädt, gab es das dazu im PlayStation Design. Cool. Oh yeah. Kann man aber nicht ändern, weil es blau, weil PlayStation schwarz-blau, also ist schwarz-blau. Blau. Ja, also es gibt auch so richtige Monsterteile. Ich bin Godzilla. Genau. Ja, also, falls ihr nicht wusstet und euch fragt, hey, woher haben die Leute das? Die haben das daher, das kostet Geld. Bis auf das eine eben. Aber das kriegt man durch Aufladen von Geld, deswegen ist auch wieder schon. Dann gibt es noch sogenannte Rüstungsgegenstände, die aber auch nur rein optisch sind und das eine irgendwie komisch aussieht wie das andere, finde ich zum Beispiel. Das ist so. Aufgesetzt halt. Ja. Ne? Man merkt, dass es wirklich so drauf ist. Hier auch, was gibt's da? Ja. Armrüstungsplatten, Schulterplatten. Wow, was ist riesig ist das? Ja, wir haben die noch gar nicht alle angeguckt. Das ist ja mega, okay. Ja, da gibt's Flügel, toll. Ja, das passt schon Godzilla. Ja, genau. Und genau, das Ganze noch für die andere Seite, brauchen wir jetzt aber nicht angucken. Ja. Dann gibt es für die Beine das auch noch entsprechend. Nur das sieht das eine komisch aus als das andere. Also mein persönliches Fazit zu den Dingern ist, mir gefallen die alle nicht, weil ich finde, die Warframes sehen eigentlich schon gut aus, wie sie sind. Es ist halt, es wäre okay, wenn es nicht so aufgesetzt wäre. Mhm. So, das ist das Einzige, wo sie so ein bisschen einfügt, aber ja. Was wie so ein Flatter-Scheiß an meinem. Kriege ich doch nicht so auf. Manche gefällt es halt. Ne, und deswegen haben wir jetzt auch, machen wir euch für das Video, dass ihr mal ganz kurz seht, wo das geht. Auch wenn da kann man auch die Farbe dann anpassen. Ja, hier kann man noch die Farbe anpassen. Aber dass er sich im Raw-Film anpasst. Also man kann es auch ändern. Im ja. Giftgrün mit Pinke, was weiß ich. Wie man lustig ist, ne? Ist richtig. Ja. Also ist eben noch eine Möglichkeit, um sein Raw-Film noch mehr zu personalisieren, sage ich jetzt mal. Pimpe. Du bist auch Pimpen. Ja, ne? Also ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber ich denke, für diejenigen unter euch, die das vielleicht doch als ganz gutes Feature ansehen, jetzt wisst ihr, wie es geht. Nur müsst ihr halt auch ein bisschen Geld investieren. Ob ihr das machen wollt, ist die andere Frage. Aber wir verlosen ja auch vielleicht ab und zu irgendwann mal auch für die PlayStation 4 Platinum Keys und dann könnt ihr euch da was holen.
Das wichtigste Emblem ist das hier. Ja, das Clan-Logo. Clan. Jo. Nicht irritieren, weil wenn es ein Clan ist, man sieht es nicht, wenn man es auswählt, es kommt dann erst, wenn es ausgewählt ist. So ging es mir, das war so. Hey, ich hab's gekauft, wo ist mein Logo? So geht das. Ja. Genau. Okay. Super, jetzt haben wir euch das auch erklärt. Und vielen Dank fürs Zugucken. Immer weiter Warframe spielen. Zocken, zocken, zocken. Genau. Und eben bis zum nächsten Tutorial. Bis dahin, weiterhin viel Spaß.